Der schäfersche Lifestyle setzt sich zunehmend auch im Sommerhaus der Stars durch. Soll heißen, dass immer mehr Kandidaten des RTL-Formats in der neuesten Folge freudig blank gezogen haben. Dank spätpubertärer Promis mit Lust auf Flaschendrehen erwischte es zunächst Patricia Blancos Freund Nico Gollnick, der den Mitbewohnern seine knackige Kehrseite präsentieren durfte. Sehr zur Freude von Mizella und sehr zum Ärger von ihrem Freund Felix Steiner. Den berühmtesten Buben Deutschlands gab es im Anschluss aber auch zu sehen. Und noch eine weitere Oberweite durfte, bzw. musste in den Augen der Kandidaten, bestaunt werden. Daniela Büchner hatte zunächst zu tief in ihren Spezialtee-Namen Zwein geguckt und ließ danach auch noch zu tief blicken. Für die Pepshow gab es von den Sommerhaus-Bewohnern aber nicht wie erhofft anerkennende Worte, sondern fiese Lästerattacken und den Ratschlag, schnell einen Schönheitschirurgen aufzusuchen. Böse, böse. Kampfhähne unter sich. Für den ganz großen Zwist sorgten aber andere. Und sieh da, Mizella ist doch noch zum Schamgefühl fähig. In eigentlich ruhiger Runde bekommen sich plötzlich ihr Freund Felix und Frank Fußbräuch in die Haare. Doch statt ihrem österreichischen Kampfgocke zur Seite zu stehen, fiel sie ihm seiner Ansicht nach auch noch in den Rücken. Einige Kraftausdrücke später zogen die Akteure mit geschwollenem Kampf von dannen. Aber der Burgfrieden weilte nicht lange. Bei der anschließenden Wahl des Paares, für das der Traum von 50.000 Euro Siegprämie ausgeträumt ist, flogen sogleich wieder die Fetzen. Jens und Daniela Büchner erhielten 5 Stimmen, ein mehr als deutliches Zeichen, dass im Haus niemand mehr auf ihre Anwesenheit Wert hat. Das nahm sich der Mann Jens aber zum Anlass, einen vorbereiteten Monolog vom Stapel zu lassen, mit dem wenig schmeichelhaften Einstieg: Ich habe noch nie so ein verlogenes Paar gesehen. Vor allem Patrick Schapf und Felix Steiner bekamen ihr Fett weg. Mit keinem der beiden habe er sich gerne auch nur die Luft im Haus geteilt.